mein Grundansatz für so komplexe Erkrankungen wie jetzt zum Beispiel eine Krebserkrankung ist, dass wir unseren eigenen Weg der Heilung finden dürfen und müssen. Und auch ein bisschen mit der Idee erstmal unserer inneren Bereitschaft spielen können, dass Heilung möglich ist, dass Heilung immer möglich ist. Und so bin ich damals bei meiner eigenen Erkrankung natürlich auch mit diesen Themen konfrontiert worden. Ist das für mich möglich? Und will ich das überhaupt? Und dann ist mir klar geworden, wie die Entscheidung gefallen ist im Innenjahr, ich will leben, dass ich verschiedene Methoden kombinieren möchte. Und habe aus dem schulmedizinischen Bereich die Operation gewählt. Aus den ergänzenden Bereichen habe ich mich homöopathisch begleiten lassen. Und für mich selber war mir ganz klar, ich brauche etwas, was meine Glaubensmuster beleuchtet. Also ich denke, es ist deswegen wichtig, weil der Körper ein Gesamtsystem ist und weil auch die Erkrankung zwar als Tumor oder etwas lokalisiert wird, aber weil es das Gesamtsystem betrifft. Und dass, wenn der Körper entlastet wird, weil wir das emotionale Thema anders lösen können, fließt einmal mehr Energie und das Immunsystem wird dadurch gestärkt. Und zum anderen können wir einfach anders mit unseren Glaubenssätzen und unseren Emotionen auch umgehen. Also es wird durch die Aufstellungsarbeit etwas, was bisher im Vergessenen, im Verborgenen eine Eigenaktivität entwickelt hat, ans Licht geholt. Und dadurch können wir ganz anders damit umgehen. Für mich gibt es so drei große Gruppen, die wir da, ich sag mal, als Heilungsressourcen oder Heilungspotenzial haben. Einmal das Jetztleben, also von der Zeugung angefangen bis zu dem Moment, wo wir jetzt gerade sind. Da gibt es eben viel, was wir erlebt haben, viele Erfahrungen gemacht haben. Manche, die waren schön, manche, die waren weniger schön. Bei manchen, die waren so unschön, dass wir uns von unseren Gefühlen abspalten mussten, um erstmal die lebensnotwendigen Prozesse aufrechtzuerhalten. Dadurch sind Emotionen und aber auch das Einordnen ins Kognitive verloren gegangen. Und dann taucht es so ins Unbewusste ab. Und das macht oft Blockaden. Eine andere große Ressource ist für mich die Ahnenreihe der Eltern, sowohl die mütterliche als auch die väterliche. Wenn da viel gelöst werden kann und Energien fließen, weil da gibt es diesen Begriff transgenerative Weitergabe von Traumata. Ja, viele sind durch irgendwas auch belastet, was in der Sippe im Gedächtnis ist, was da ja auch an Dingen, die traumatisch empfunden wurden, wie zum Beispiel Flucht oder Vertreibung oder andere existenzgefährdende Dinge. Das spielt mit eine große Rolle. Wenn das aufgelöst wird, können wir diesen Lebensfaden, der durch die Eltern kommt, ganz anders nehmen. Und die dritte Gruppe ist für mich so die Seelenebene, weil auch die Seele ist für mich ein Komplex, wo es ganz viele Erfahrungen gab, wo es mehr um unglaublich viel Informationen im Sinne von Daten geht. Und auch da gibt es traumaähnliche Informationsablagerungen. Und auch die können letztendlich dazu führen, dass wir im physischen Körper, in unserem Jetztleben, Themen haben.